So, da sind wir wieder. Und ja, wie schon gesagt, wir sind im Krieg mit beziehungsweise wir haben so einen kleinen heiligen Krieg am Start mit dem Chinesen, der wirklich versucht, hier die ganze Zeit irgendwie unsere Städte zu konvertieren, weil es ihm fehlt nicht mehr viel, bis er gewinnt mit seinem Religionssieg. Und das versuche ich halt die ganze Zeit hier zu klein zu halten. Ich denke, die wirklich einfachste Möglichkeit, das habe ich letzte Folge auch schon gesagt, ist, ihn anzugreifen, wenn wir wissen, wo er, genau wissen, wo er ist. Das geht am schnellsten natürlich, wenn wir eine Sekunde bitte. Das geht natürlich am schnellsten, wenn wir ihn dann angreifen. Beziehungsweise, um zu wissen, wo er ist, bauen wir uns unseren Raumhafen, starten den Satelliten, dann sehen wir eh die komplette Karte. Und insofern anscheinend schon gezogen. Wenn wir dann die komplette Karte sehen, sehen wir auch genau, wo der Chinese ist. Ich glaube, hier ist irgendwo Harald. Ich würde sagen, der Chinese ist wahrscheinlich eher in die Richtung, weil von da die meisten Apostel kamen. Hier oben sehen wir ja auch schon wieder. Ich weiß nicht, wo kommt der zweite jetzt her? Den hat er da hingezaubert oder was? Einheit benötigte Befehle, Sankt Petersburg, da stimmt die Produktion. Jetzt du kannst den killen. Wird aber dafür, wahrscheinlich dafür auch gekillt. So, in 8 Runden können wir unseren Satelliten hochschicken. Das dauert dann auch wahrscheinlich nochmal irgendwie 10, 15 Runden. Ich denke aber trotzdem werden wir es diese Folge irgendwie schon hinkriegen. Gnarf. Ja. Ein Apostel wurde getötet, aber damit haben wir schon gerechnet. Ja, warte ich lieber. Bis wir einen neuen Apostel haben. Na komm, bauen ein Monument. Ist ja eh. Obwohl mir die Stadtstaaten als Suzerän. Suzerän, was auch immer. Die werden mir das wahrscheinlich nicht mehr Suzerän nicht mehr streitig machen können. So, jetzt hat er eine Stadt mehr, 28. Hat aber auch nicht so viel jetzt dazu gebracht. So, du brauchst Produktion. Oder Moskau. Moskau ist ja eigentlich egal. Gibt beides 5 Produktionen. Kann nicht mehr laufen. Ja, 30 Gold pro Runde ist natürlich jetzt nicht wirklich Wahnsinn, aber da man die Projekte wahrscheinlich, ich glaube, man kann die eh nicht kaufen, oder? Bin mir nicht sicher. Nein. 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 Nein, nein, mein Freund. So nicht.
Ich liebe es, wie meine Mutter auf dem Weg nach Hause mit dem Navigationsgerät diskutiert. Das bringt, glaube ich, nichts. Annehmlichkeiten, Wohnraum, alles da. Eigentlich braucht die Stadt Futter. Wüsste aber nicht, wie ich jetzt hier schnell Futter hinkriege. Abbau mal den Markt. Schon gesagt, eigentlich ist es auch nicht mehr wichtig. Das sind alles jetzt nur so. Wichtig ist halt, ich habe 4 Städte. Es dauert alles in relativ lange, außer in Rom. 34, 40, 49, das ist schon ordentlich. Wenn man bedenkt, dass ich noch 150 Runden über habe, dann muss ich ja in den nächsten 100 Runden sozusagen die Projekte fertigstellen. Sollte möglich sein, sollte drin sein. Ich mache jetzt hier einfach fröhliches Weiterklicken, weil ich kann anders leider nicht den Forschungssieg gewinnen. Und das Problem ist, ich möchte jetzt auch nicht meine Truppen alle hier irgendwie rausziehen. Das da unten hier diese Musketiere und das Ding übrig, aber das sind die einzigen beiden Truppen, die ich eigentlich übrig habe. Und die könnte ich eigentlich auch nach Aquila und Ostia. Ne, in Ostia habe ich was, aber in Aquila könnte ich sie schicken, nach Rom könnte ich sie schicken. War hier nicht wieder ein Apostel? Kannst du nicht. Ja. Eine große Persönlichkeit, ein großer Ingenieur. Yeah. Das ist gut. Was kannst du dieser Stadt gewährt? Allen zugehörigen Geländefeldern plus eine Anziehung. Warum nicht? Die Jungs sind glücklich. Das geht auch so schnell, weil wir da einen Hafen haben. 2 Taoismusbürger. Zitze. So, rosa Elefant wieder fertig. Ja, das brauche ich nicht mehr. Und in 2 Runden ist unser Raumhafen, jedenfalls der erste, wieder fertig. Das ist schön. Euer Apostel, ach hier oben. Ja. Ich baue mal gleich schnell noch einen und schicke da einen hin. Können uns sogar 2 leisten. Ja, sicher ist sicher. Ah, da kommt schon der nächste. Besser für etwas zu sterben, als für nichts zu leben. Ich finde, es ist gar nicht toll, zu sterben. Egal für was.
So, der hat sogar mehr theologische Stärke im Kampf. Das ist schön. Ich finde es geil übrigens, ne, dass wir schon Roboter bauen und Raumhäfen, aber Atomkraft, was ist das? Völlig egal, was du baust, bau irgendwas. Japan hat die bösen Taten und China denunziert mich auch. Ja, du macht ruhig. Wenn er meint. Ach. In Jerusalem bräuchte ich auch irgendwie Housing, aber so Gebäude kann ich nicht bauen. Welche meiner bedeutenden Nichtigkeiten soll ich dir zuerst erzählen? Was haben wir denn für eine Online-Communities? Tourismusproduktion, ja, ich will ja keinen Kultursieg jetzt hier bringen. Habe ich Social Media nicht eben schon erforscht? Bin irritiert. Egal. Wo ist er hin? Hier oben. Ja, dann geh mal wieder zurück, dich heilen. Muss die Dinger ja nicht unbedingt verschwenden. Prügeln sich der Chinese und der Chinese, der Japaner um meine römische Stadt im Glaubenskrieg. Naja, mir soll es recht sein, solange er den da oben beschäftigt. Hä, hey, was baut Rom denn da? Wieso baut Rom einen Zoo? Leute. Hab ich nie aufgepasst, ne? Erdsatellitenstart an. Druff und was brauchen wir hier? Irgendwas hast du. Wohnraum, Annehmlichkeiten, das ist alles in Ordnung. Komisch. Gut, bauen wir nochmal ein Wohnviertel. Oh, das mit der religiösen Stärke, das merkt man aber, ne? Der hat ja kaum was verloren. Wir hätten hier vielleicht auch ein paar mehr Handwerker noch an den Start bringen können, aber ich... Ach, eigentlich ist es egal. Ich frage mich echt immer, wo er die Dinger herzaubert. Das ist... Tja, der wird wahrscheinlich auch weg sein. So. 16 Runden. Dann sehen wir die komplette Karte. Das ist, wird uns definitiv ein bisschen mehr Überblick geben. Okay, wieso ist der so hart? Weiß kein Mensch.
der ist auch gekillt worden. Ich sag ja, da tauchen plötzlich irgendwo die ganze Zeit blöde Apostel auf. Das nervt mich. Nee, wir können auch keinen Apostel mehr bauen. Wir könnten hier in St. Petersburg die heilige Stätte reparieren. Dann hätten wir da was zum Heilen. Wenigstens. Schokolade, Marmor, ja, ich, weißt du, ich hab das alles über und ich würde es dir auch gerne geben, aber mal ganz ehrlich, du bist ein Arsch. Du greifst mich die ganze Zeit mit deinen blöden Aposteln an und jetzt willst du was von mir. Ich, weiß ich nicht. Ich find sowas dreist. Ah, die sind zu weit weg. Eine Raketenartillerie haben wir jetzt. Ja, meine ganzen. Ich müsste wirklich alle upgraden, aber ich habe das Geld nicht dafür. Aber da die mit auch irgendwelchen komischen Einheiten hier noch rumlaufen. Ist das alles noch ganz in Ordnung? Wenn das mit dem nuklearen Wettrüsten so weitergeht, wird es nur die Trümmer erschüttern. Ja, ich hoffe, wir kriegen keinen nuklearen Krieg. Das wäre assi. Vor allem mit Trump und der gefragt hat, warum man Atomwaffen doch nicht benutzen sollte. Andererseits im Spiel die Dinger zu benutzen, ist witzig. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in einer der Folgen, aber es gibt hier bei Civilization von vornherein Mod, der heißt Thermonuklearer Krieg. Der geht auch nur, weil sie, der geht ein paar Runden, der geht nur 100 oder 150 Runden oder so. Und ihr fangt in der Moderne an, ihr kriegt relativ viele Einheiten am Anfang, die Städte sind auch relativ groß. Und es geht darum halt mit Nukes die anderen alle wegzubomben. Und es macht schon Fun, es macht echt Fun. Ist zwar jetzt, moralisch gesehen nicht so das Tollste. Aber es ist ja nur im Spiel. Ich finde, solange man sich spielerisch so ausleben kann und das nicht in der Realität machen muss, dann sollte man das auch möglichst im Spiel tun. So dass man nicht auf die Idee kommt. Oh, was ist denn das für ein roter Knopf? Drücken wir mal drauf. Ich verstecke mich einfach mit denen. In den Städten, bis sie wieder heile sind. Obwohl da oben heilt er anscheinend nicht. Hier schon, wahrscheinlich weil hier eine heilige Stätte ist und da oben nicht. Jedenfalls ist das meine Vermutung. So, Produktion, ist mir scheißegal, welche Stadt.
Du bist wieder fit. Fast. Warten wir noch eine Runde. Beziehungsweise, wir machen das anders. Ziehen dich dahin. Dich dahin. Dann müsstest du ja jetzt auch ein bisschen heilen. Andererseits, jetzt werde ich schon wieder hier von den beiden behagt, wahrscheinlich. Das tat jetzt nicht so weh. Ja, du machst nichts. Ich weiß gar nicht. Ich ziehe, glaube ich, einfach da hin. Kann er sich nämlich nochmal heilen. Ich möchte den nämlich ungern verlieren. Also, irgendwo kann ich eigentlich noch einen Händler bauen. Jo, bauen wir einen Händler. Weil das Problem von Aquila ist, die haben zu wenig Food. Da müsste ich jetzt einfach eine Handelsroute aufmachen, damit die jetzt wieder weiter wachsen. Hm. 30 Runden. Also es, 30 Städte. Es wird jetzt nicht extrem mehr, aber wir sollten halt dafür sorgen, dass er jetzt nicht zu viele kriegt. Einen großen Wissenschaftler haben wir bekommen. Was kannst du denn? Ah, muss ich in einer Stadt mit einem Artefakt befinden? Das ist ja Wahnsinn, wie ihr seht. Seht ihr nichts? Wir haben kein Artefakt. Da müsste ich Archäologen irgendwie für bauen. Und dann so eine Altertumsstätte, sozusagen erforschen. Und dann würde man ein Artefakt bekommen. Aber das würde jetzt auch nicht so viel Forschung bringen. Ja gut, wenn der Barbar meint, den zu beschießen, dann ziehen wir den halt da weg. Ich habe jetzt den Spruch weggemacht, es tut mir leid. Ist egal, wie lange dauert es denn noch? 8 Runden. Ja, und das ist leider immer so, dass, also mein Problem bei Civ ist, wenn ich sozusagen eine Karte spiele mit Kontinent, dann ende ich immer dabei, okay, ich habe hinter meinen Kontinent. Und meistens ist es ja auch genug. Also ich meine, es sind jetzt wirklich eine ganze Menge Städte, die ich habe. Das ist mehr jetzt... Oh, ich habe den vergessen. Oder? Nein, du kannst einfach nicht ziehen. Ach, der läuft schon. Na gut. Hm. Kann anscheinend nur auf den schießen.
Harald hat St. Mont Michael oder sowas, Michel, irgendwas gebaut. Das ist, glaube ich, auch so ein religiöses Wunderding. Von denen gibt es eine ganze Menge. Obwohl ich ja solche Wunder schon bevorzuge, die einem dann wirklich einen starken Bonus geben. Also zum Beispiel die verbotene Stadt oder so, wo man dann eine extra Joker-Politik kriegt. Oder auch die Universität von Oxford und solche Sachen, die wirklich einen... Verwirrt vor lauter verwirrter Verwirrung, okay. Auch Kultur, wir brauchen eigentlich keine Kultur. Wir brauchen Produktion und Forschung. Das sind die beiden Sachen schon wieder. Kann mehrmals abgeschlossen werden. Bringt Punkte für den Punktesieg. Ach. Bescheuert. Hätte ich mal vorher durchlesen sollen. Lesen bringt. Manchmal. Ich mag die Reichweite von dem Raketenturm da. Die ist echt ordentlich. Eindeutiger Sieg? Für wen? Ich frage mich ja immer noch, wer meine Einheit ist. Aber ich müsste gewinnen, weil ich mehr Leben habe. Also müsste das meine sein. Ja. Sehr schön. Jetzt müsste er auch schon wieder eine Stadt verloren haben. Ne, immer noch 30. Na ja, gut, vielleicht hat irgendwo ein anderer das noch gebaut. Ja, hier ist noch wieder ein Apostel. Vilnius hat einen Siedler. Ein Stadtstaat hat einen Siedler. Wahrscheinlich hat er den geklaut von irgendwem, mit dem er im Krieg war. So, du kannst dich jetzt ja mal wieder heilen. Region verbreiten. Oh Mann, 5 Runden noch. Vielleicht bin ich auch fies. Vielleicht lasse ich den Raketenstart für die nächste, für den Start unserer nächsten Folge. Das wäre gemein, oder? Er kann ja über 15 Kilometer schießen. Können wir auch den da hinten umbringen. Ein bisschen drauf an, überlebt er oder überlebt er nicht? Ja, okay. Er überlebt. Also die religiöse Kampfstärke scheint schon ein ganz guter Bonus zu sein. Jedenfalls in Glaubenskämpfen. Und da ist er auch schon gleich wieder geheilt. Sehr nett. So, Ostia, was könnten wir hier machen? Ist eigentlich egal. Hier können wir... Da wollte ich auf Produktion gehen.
Kanalisation schadet nie. Ach ja, ja komm. Damit du wenigstens mich magst. Sonst mag mich ja keiner. Schrecklich. Alle hassen sie mich. Ja, mittlerweile dauern die Runden doch schon etwas länger, bis er sie fertig hat. Ich versuche auch hier mich zu beeilen, damit wir das jetzt noch hinkriegen. Ich will wenigstens einmal nochmal die Karte sehen und dann machen wir finito mit der Folge. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Junge. Alles in Ordnung. Weiß gar nicht, wie oft ich schon denunziert wurde von den beiden. Aber das sind halt diese kleinen, diese versteckten Agendas. Jede Rasse hat eine versteckte Agenda und die mögen euch anhand dieser Sache mehr oder weniger. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass der Peter, also Russland, wenn ihr mehr Forschung habt als er, dann mag er euch. Der Harald mag euch, wenn ihr mehr See, also mehr Schiffe habt als er. Also wenn eure Schiffsstärke sozusagen stärker ist als seine, dann findet er das gut. Ja, wie ihr wisst, der Chinese mag es nicht, wenn man mehr Wunder hat als er. Also sprich, der mag euch, wenn ihr weniger Wunder habt. Houston, we have a liftoff. Cool. Wenn wir nachts zu den Sternen aufblicken, leuchtet alles, was wir sehen, aufgrund von ferner Kernfusion. Ja, Sonnen. So, dann müssen wir den Mondlandungsstart erforschen. Das dauert jetzt wiederum nochmal ein paar Runden. Und das Schöne ist, jetzt da wir den Satelliten erforscht haben, sehen wir natürlich die komplette Welt. Und wir sehen, der Landstrich ist jetzt nicht wirklich bevölkert. Das ist alles, was du hast, Chinese. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Du überrennst mich hier mit Einheiten ohne Ende und du hast zwei Städte. Das kann doch nicht sein. Der gewinnt mit zwei Städten, gewinnt der fast das Spiel mit seinem Glaubenskrieg. Das ist faszinierend. Das ist echt faszinierend. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber dafür geht der Japaner ganz schön ab. Und wen haben wir hier? Den Kongo, den kennen wir noch gar nicht. Nee, wer bist du denn? Oslo, das ist Harald. Naja, alles klar. Gut, aber ich hatte ja gesagt, wir machen hier Feierabend. Das war's von mir und ja, bis zur nächsten Folge und da sehen wir dann das zweite Weltraumrennen-Projekt. Das war's von mir. Bis denn.